Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass du wieder einschaltest hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. So, ja, in der letzten Folge, wo wir das Ganze ja uns mal angeschaut hatten mit dem T4D, hatte ich ja erwähnt gehabt, dass das nicht mehr geupdatet wurde oder ich keine Update-Version hatte, um das Ganze halt mit Ton zum Beispiel aufzunehmen. Jetzt ist das neue Update. Ich habe das neue Update bekommen. Vielen Dank an Kira und an Steve für diese Gelegenheit, dass ich das Ganze hier dementsprechend nochmal jetzt richtig schön zeigen kann, ohne VR, aber mit Ton diesmal. Und wir schauen uns das Ganze nochmal so ein bisschen an. Sind die Modelle ja eigentlich schon recht bekannt, ne, wie das Ganze ja dementsprechend funktioniert. Und sind auf der Karte Dresden wieder unterwegs. Und ja, ich finde das putzig. Deswegen würde ich mal sagen, wir steigen hier ein und hauen mal hier den Stromabnehmer auch schon mal hoch. So, Spannung ist da, das passt. Und das müsste so sein. Und So, genau, also ihr seht, ne, der Ton ist wieder da und er funktioniert. So, Webergasse, alles klar. Es scheint alles zu funktionieren wieder, das finden wir toll. Wie gesagt, es sind immer noch nicht alle Töne vorhanden, aber wie gesagt, wir hatten ja in der VR-Version, war es ja so ein ganz komisches... Also es war halt kein Ton mehr gewesen, da hattest du eher danach blutende Ohren, ja, um sich das Ganze hier anzuschauen. Aber ihr seht, die ganzen Töne sind wieder da, es funktioniert. Also das Projekt ist nicht ausgestorben, ja? Also das Projekt existiert halt wirklich. Ich weiß halt aus von Steve selbst, ne, dass er natürlich gerade aktuell viel, viel um die Ohren hat, weswegen da jetzt nicht die großen Fortschritte jetzt aktuell so laufen, hier mit dem T4D-Modell. Aber er ist natürlich auf jeden Fall dran. Und es ist auch noch weiterhin so, dass das Ganze noch veröffentlicht werden soll, sobald es dann halt fertig ist, sobald alles da ist. Also von daher noch ein bisschen Geduld. Von daher noch ein bisschen Geduld. Aber ich finde das immer noch, es ist wirklich noch eine richtig, richtig schöne Straßenbahn. Weiß doch gar nicht, gab es mal wieder ein neues Update für die Dresden-Karte? Glaube nicht, ne? Ja, normalerweise fährt sie ja in Doppeltraktion oder glaube sogar in dreifache Traktion, also in verschiedensten Kombinationen natürlich halt auch. Wusste ich, hier ist es. Wie gesagt, TW gibt es dann halt. Ich fahre eigentlich relativ gerne halt immer eine Solo-Traktion. Ich weiß, es ist halt ein bisschen. Ich meine, sieht natürlich schön aus, ne? Und keine Frage, ja. Aber wie gesagt, Solo ist manchmal mehr und, also weniger ist mehr. Sagt man das nicht so? Von daher finde ich das eigentlich ganz gut. Die ist aktuell auch noch nicht Multiplayer-fähig. Ja, also da wird er sich wahrscheinlich auch nochmal ransetzen. Da muss ein Skript für geschrieben werden, dass das Ganze dementsprechend auch im Multiplayer funktioniert. Und wenn es dann natürlich mal soweit ist, dann kann man dementsprechend ja auch nochmal ein Video dazu machen. Und dann kann man sich das dementsprechend mal anschauen. Thank you.
Dann haben wir die Haltestelle verpasst. Oh, da haben wir sehr gute Bremsen. Holy shit. Der steht wie eine Eins auf jeden Fall. Wundervoll. Ja, also, das kannst du mir sagen. Das ist ein richtig schönes Modell. Das ist wirklich ein richtig schönes Modell. Ich habe ja auch schon in den Kommentaren gelesen, viele freuen sich schon drauf, weil viele halt Straßenbahn natürlich dementsprechend halt auch wiederkennen. Ist natürlich kein fiktives Modell, ist halt natürlich realistisch und so. Ne? Auch wie gesagt, das Ganze hier innen drinne, hier diese Fahrgastraum, den finde ich persönlich halt auch extrem putzig. Das ist so ein alter Charme. Ich weiß nicht, ich habe das letzte Mal schon versucht zu erklären und ich werde es auch dieses Mal wieder nicht so erklären können. Das ist halt dieser Charme. Ja? Ich mag halt modern nicht und ne, modern ist out. Aber wie gesagt, die hat hier halt noch so einen richtig schönen alten Charme. So, Türen auf. Ja, wie gesagt, also ich finde es großartig. Wir können natürlich hier noch Innenbeleuchtung hier noch, ne? Außenbeleuchtung, Notlicht brauchen wir nicht, Scheinwischer brauchen wir auch nicht. Ne? Und dann haben wir hier natürlich die Innenbeleuchtung. Also es funktioniert alles wieder. Ich finde das toll, dass es jetzt wieder funktioniert. Es war schon ein bisschen schade gewesen, wo du denn das Ganze denn aufnehmen wolltest, aber es gab ja auch da zu der Aufnahmezeitpunkt, wo ich das Ganze ja mit dem TVD jetzt hier mit dem VR aufnehmen wollte, auch Probleme mit dem OZMT. Es war gerade dieser Umstieg gewesen zwischen der Singleplayer und der Multiplayer-Beta und da wird es wahrscheinlich irgendwie was gegeben haben, was dem einen oder anderen wieder da nicht gepasst hat und dementsprechend wird das halt irgendwas wird sich da zerschossen haben, aber jetzt funktioniert es ja. So. Und die Türen gehen auf. Ja. Ah, schön. Schön, dass es jetzt wieder funktioniert. Schön, schön, schön. Die Fritz-Große Straße auf der Linie 7. Das passt also hier relativ gut wieder. Ach, das ist so toll. Das ist so toll. Das ist schön. Es ist ja gerade auch so, ich lese ja viel auch im Forum immer nach und schaue mir immer da eure Kommentare auch mal so ganz gerne an. Viele finden es extrem schade, dass es mittlerweile viel zu viele tote Workshop-Inhalte gibt. Und da muss ich leider zustimmen. Ja, also es ist schon extrem viel, was da so mittlerweile so rumdümpelt im Workshop. Vieles wird gar nicht mehr so wirklich geupdatet oder sowas. Finde ich persönlich sehr, sehr schade teilweise. Also ich werde jetzt auch anfangen, jetzt meinen Lotus-Ordner mal so ein bisschen sauber zu machen, gerade von diesen ganzen toten Strecken zu befreien und alles sowas. Ja, das sind ja jetzt schon reichlich an der Zahl mittlerweile zusammengekommen. Viele weiß ich halt, dass da gar nichts mehr passiert, weil vielleicht die Strecke abhanden gekommen ist, kaputt gegangen ist oder sonstiges. Da muss man das leider jetzt so akzeptieren. Hier fände ich allerdings, ist es so ein bisschen an euch, ja, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, so okay, ich baue eh nicht mehr an der Strecke weiter.
ich lösche sie einfach vom Steam Workshop. Das Problem ist, Steam Workshop räumt das nicht auf. Also Steam räumt das Ganze nicht auf. Ne? Da muss man so ein bisschen, wer den Dreck macht, muss selber aufräumen so ein bisschen. Ja, und dementsprechend seid ihr da so ein bisschen so in der Pflicht, sage ich jetzt mal so ein bisschen, das dementsprechend dann halt auch wieder zu entfernen. Ja, falls ihr jetzt irgendwie, ihr wisst, dass da halt nichts mehr passiert. Ich weiß halt, viele Karten funktionieren teilweise auch gar nicht mehr. Ich bin ja vor Ewigkeiten mal die Strecke von BLV mal abgefahren, seine erste Straßenbahnstrecke. Die hat mit Texturen Problem. Von daher ist sie halt einfach nicht mehr schön anzusehen. Und halt dementsprechend halt, ja, kann man sie auch entfernen. So schwer, wie es halt tut, weil da steckt ja trotzdem Arbeit drin. Ich weiß das. Aber so würde man so ein bisschen diese Übersicht behalten, was wird jetzt noch gebaut oder vielleicht kann man das auch einfach hinschreiben, dass das Projekt beendet ist oder sowas irgendwie. Da müsste man sich mal irgendwie gucken, dass wir da irgendwie was finden, wo man das Ganze dann dementsprechend mal auch mal so aufgelistet, welche Projekte werden jetzt aktuell bearbeitet und welche sind bereits beendet, abgeschlossen oder abgebrochen. Ne? Das wäre vielleicht mal eine ganz gute Sache. Wie gesagt, Steam macht das Ganze nicht. Und deswegen ist zum Beispiel so ein Grund, warum viele den Steam Workshop nicht mögen. Ah ja, stimmt, das war das gewesen, genau. Ich muss ja immer noch das Warnsignal drücken, ja, das vergesse ich immer. Nee, also wie gesagt, also da müsste man mal gucken, dass man es da irgendwie mal auf so einer Website irgendwie festhält. Das ist, wie gesagt, das, was halt viele kritisiert haben, auch, dass einfach Sachen verschwinden, obwohl sie halt eigentlich auf der Karte verbaut worden sind. Und du kriegst ja keine Meldung jetzt diesbezüglich, dass das jetzt gelöscht ist, sondern erst nächste Mal kriegst du eine Meldung von wegen, so also pass mal auf, irgendwas verstummt da bei deiner Strecke nicht, da fehlen irgendwelche Texturen oder irgendwelche Häuser, Gebäude oder sowas, ne? Und dann guckst du da halt nach, dann gehst halt in den Editor und stimmt, ja, da fehlt wohl ein komplettes Objektbauset, was einfach weggelöscht wurde aus Steam. Das sind aber so diese kleinen Sachen, die dann halt ein bisschen tatsächlich anstrengend sind. Kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen bauen jetzt viele wahrscheinlich ihre eigenen Objekte. Du kannst mit dieser Straßenbahn so abgehen, es ist so unnormal. Es macht so unglaublich Spaß hier mit einfach so durch diese Straßen zu heizen. Die kommt so schnell auf Speed, die hat so gute Bremsen einfach, ja. Also, es ist ein großartiges Modell, ist das. Großartig. So, und da gehen die Türen wieder auf. Ja, also ihr seht, ne, also es funktioniert. Es ist toll. Vielen Dank an Steve da nochmal an der Stelle. Und Kira natürlich, dass ihr mir da nochmal die Möglichkeit gegeben hattet. Weil das Ganze war nämlich nicht über Steam Workshop, sondern es war halt so eine Datei, die gepackte Datei, die ich bekommen habe. Und dadurch gab es natürlich auch keine Updates. Ne? Also das Ganze ist jetzt über Steam Workshop jetzt. Und das finde ich einfach großartig. Ah, es ist so schön, dass das jetzt alles funktioniert. Wundervoll. So. Ich glaube, ich muss das länger klingeln lassen, oder?
So. Eine rote Ampel. Ja, das gibt es natürlich auch noch nicht, ne? So Signale oder sowas für Straßenbahn. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob die Karte Dresden zum Beispiel überhaupt noch bearbeitet wird. Müsste man sich eigentlich mal ransetzen an sowas. Also ich persönlich würde es tatsächlich sogar schade finden, wenn die Dresden-Karte nämlich aufgegeben wird. Aber ich glaube, das hat letztes Mal auch Ewigkeiten gedauert, bis da mal ein großes Update rauskam, weil er bringt dann halt mal so ein Riesen-Update raus, wo du halt einfach unglaublich viel fahren kannst. Also. Ja, wenn Fußgänger grün haben, sollten wir eigentlich in der Regel auch rot haben. Macht Sinn, ne? So. So, die Türen auf. So, hier geht's zum Betriebshof nach links. Und dann sind wir eigentlich meiner Meinung nach auch schon wieder am Nein. Huch. Huch. Versehentlich die Taste F4 gedrückt. Sah gerade aus, als ob mir jetzt die Aufnahme abstirbt. Aber scheinbar sich gefangen. Ja, hier habt ihr, wie gesagt, den Betriebshof. Und hier ist jetzt auch schon unsere Wendeschleife. Huch, na, das wäre es jetzt gewesen. Das wäre jetzt ein bisschen schade. Ja.
Und da geht's denn zu Ende. Also ich muss sagen, ich finde es großartig. Ich fahre jetzt auch nach, weil ich, ah. So, und die Türen auf. Ja, wie gesagt, hier geht es jetzt nur noch zurück. So, Leute, und ihr seht, es funktioniert wieder alles. Der T4D ist also nicht ausgestorben, ihr Lieben. Wir stehen sogar auf den richtigen Gleis, das ist ja Wahnsinn. Ist nicht ausgestorben, es geht natürlich weiter. Wie gesagt, es dauert jetzt halt nur, weil er jetzt gerade sehr, sehr viel um die Ohren hatte, der Steve. Ja, also nicht da aufgeben oder sowas. Ich denke mal, da wird so, ja, demnächst bestimmt da mal irgendwie mal was kommen. Man weiß es nicht. Man muss ja halt jetzt mal viel, viel munkeln und irgendwie mal ein bisschen schauen. Ja, auf jeden Fall freue ich mich natürlich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen hier wieder mal hier in Dresden. Und gerne mal eine Auskunft, ob die Karte überhaupt noch existent ist oder ob sie halt auch schon mittlerweile zu den toten Leichen, um sie, nee, Lotus-Leichen gehört hier, wie die anderen Strecken hier im ganzen Steam Workshop, dann könnt ihr gerne mal da in die Kommentare posten, das würde mich mal brennend sehen. Ich werde mich auch mal darüber nochmal informieren. Vielen Dank an Steven und an Kira für die Gelegenheit, dass ich das Ganze jetzt hier nochmal zeigen durfte. In wunderschön, in vollen Sound und hast nicht gesehen, also eure Straßenbahn ist großartig. Also unbedingt weiter dran werkeln. Freut mich immer wieder, wenn ich hier mal den T4D ausgraben kann und damit mal eine Runde drehen darf. So, und ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Zuschauer, ein was in die Kommentare postet, ein Like da lasst oder sonstiges, und dann sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Lotus hier auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!